Heute beschäftige ich mich bei meinen Tutorials mit dem Thema Kompass auf dem iPhone. Der Kompass auf dem iPhone hat eine eigene App, die wahrscheinlich die wenigsten von euch aktiv benutzt haben. Trotz alledem dürftet ihr sie wahrscheinlich schon mal benutzt haben, wenn ihr Google Maps oder Apple Maps benutzt habt. Denn der Kompass dient auch dazu, um eben innerhalb der Kartenanwendung genau zu sehen, wohin man gerade läuft. Der Kompass hat eine eigene App auf dem iPhone, die ich jetzt auch mal starte. Sofern keine andere magnetische Quelle um das iPhone herum ist, zeigt uns das iPhone direkt die Ausrichtung an, natürlich in Richtung Nordpol gerichtet. Wobei das natürlich auch ein großer Unterschied ist. Es gibt nämlich einmal den geografischen Nordpol, das sieht man hier, wenn man auf i klickt. Das ist der geografische Norden. Das könnt ihr euch so vorstellen wie bei der schrägen Erdkugel, die ihr vom Erdkundeunterricht kennt, wo dieser Stab rausschaut. Auf der Erde, auf der normalen Erde, schaut natürlich kein Stab raus, aber genau in diesem Norden zeigt quasi die App von Natur aus. Das zweite ist der magnetische Norden. Der magnetische Norden ist eigentlich der Punkt, wo das Erdmagnetfeld tatsächlich senkrecht in die Erde eintritt. Das ist ein anderer Ort als der geografische Norden und ist, soweit ich weiß, irgendwo nördlich von Kanada. Wenn ihr euch orientieren möchtet, lasst ihr also am besten die Funktionalität auf geografischen Norden. Je nachdem, wie ihr das iPhone bewegt und in welche Richtung ihr schaut, seht ihr, dass sich auch hier diese Einstellungen komplett ändern. Diese Funktionalität wird in einigen Apps benutzt, insbesondere natürlich in Navigations-Apps. Wenn ihr also jetzt die Karten-App anschaut, die es von Apple gibt, dann könnt ihr hier unten auf den kleinen Pfeil klicken und habt dann die Möglichkeit, tatsächlich mit einem weiteren Klick euch anzeigen zu lassen, in welche Richtung ihr gerade schaut. Ihr seht es über diese kleinen zwei kleinen Strahler, die aus dieser Kugel herauskommen, dort wo wir uns gerade befinden. Das funktioniert allerdings nicht nur in der Karten-App, sondern natürlich auch bei Google Maps. Wenn ihr also Google Maps startet und dort nochmal drauf drückt, dann kann Google euch auch genau zeigen, in welche Richtung ihr gerade schaut und zeigt euch auch den entsprechenden Ausschnitt gerade an. So wisst ihr also immer, in welche Richtung ihr euch bewegt. Die einzelne Kompass-App werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich fragen, ist ja vielleicht unnütz. Allerdings kann sie doch ganz interessant sein, wenn ihr tatsächlich irgendwo unterwegs seid und ihr habt kein Handy empfangen. Dann kann es durchaus sinnvoll sein, die Kompass-App zu benutzen, um einfach zu wissen, okay, in welche Richtung laufe ich denn gerade, beziehungsweise von wo bin ich denn hergekommen. Die funktioniert tatsächlich überall auf der Welt und ganz unabhängig davon, ob ihr jetzt gerade Handy-Empfang habt oder nicht, da hier die entsprechenden Kompass-Funktionalitäten schon fest eingebaut sind. Das ist der Kompass des iPhone. Schaut ihn euch einfach mal an. Ich finde ihn relativ spannend. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachschauen und vielleicht viel Spaß auch bei meinen restlichen Tutorials. Bis dann. Tschüss.